Hallo ihr Lieben oder good morning in the morning. Ich bin heute im wunderschönen Münster und zwar bin ich in Sachen Pferd unterwegs, auch wenn ich heute mal wieder keine Reitklamotten anhabe. Heute ist ein für mich ganz besonderer Tag. Ich darf heute nämlich die zweite Sendung vom Mercedes-Benz Reiterforum live moderieren. Das Ganze wird von Clip My Horse übertragen und die erste Sendung, die war im Dezember, die hat mega gut geklappt und heute geht es weiter mit Helen Lange-Hahnenberg. Ihr habt mir immer gesagt, ich soll euch öfter mal an solchen Jobtagen mitnehmen, damit ihr Einblicke in meinen Joballtag bekommen könnt. Und ich dachte mir, heute in Münster ist ein guter Zeitpunkt, um euch einfach wieder mal mitzunehmen. Ist meine Sonnenbrille schief? Jetzt sitzt nicht nur immer mein Helm schief, sondern meine Sonnenbrille auch. Wir hatten heute früh schon ein kleines Meeting. Wir haben zusammen gefrühstückt, schon Dinge besprochen. Jetzt fahren wir alle zusammen zur Location und da nehme ich euch natürlich mit. Münster. Hast du die Adresse? Nö. Wir haben aber generell ansonsten alles im Griff. Ich bin heute in der sehr luxuriösen Position, dass ich chauffiert werde von der Uli. Total nett. Und wir hoffen, dass wir den Weg finden und die Location. Wir sind im Herr Sonnenschein und das soll ein super schöner Laden sein. Ich bin gespannt. Wir haben ein relativ großes Problem und zwar streiten sich hier seit circa 12 Minuten Menschen, wer vor und zurückfährt. Und irgendwie fährt keiner vor und zurück. Doch, 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 jetzt passiert was. Seht ihr das? Er steigt ein, vielleicht passiert jetzt was. Dramatische Szenen am Münsteraner Marktplatz. Alle gucken. Alle gucken, guck mal, alle gucken. Wow, dramatische Szenen. So viel Technik. Viele Kabelrollen. Und nette Menschen. Zack, Sarah, sind wir im Herr Sonnenschein. Da gucke ich gerade mir die Matzen an. Matzen, das sind die Einspielfilme, die wir nachher in der Sendung sehen werden. Und mit der Mareike quatsche ich gerade noch den YouTube-Livestream. Im Moment ist hier noch richtig Remi-Demi, aber ab 1 Uhr haben wir die Location für uns. Und die Sabrina. Geht's dir gut? Ja. Du bist müde, oder? Nein. Sie ist, glaube ich, ein bisschen müde, aber wir werden heute Abend zusammen eine richtig coole Sendung auf die Beine stellen und bereiten jetzt so lange noch ein bisschen vor, bis wir hier die Location für uns haben und quatschen ein bisschen und trinken ein Käffchen. Und du lächelst einfach die ganze Zeit im Hintergrund. Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe immer noch kein Gesicht. Was ihr da gerade hört, ist der Test, Soundcheck. Und das ist die Clara. Die Clara macht aus der ganzen Sendung Fernsehen. Wir besprechen gerade die Moderation. Außerdem haben wir einen Salat bekommen. Ich habe immer noch den Mund voll. Man sollte mit offenem Mund gar nicht reden. Man sollte sich vielleicht auch nicht mit ungeschminktem Gesicht zeigen. Whatever. Und genau, ich rede einfach so weiter. Wir machen jetzt noch die letzten Moderationen. Essen. Und dann schminke ich mit. Dann haben wir eine Probe. Dann kommt Helen. Ich wollte schon viel mehr filmen. Montag, heute am Montag. Bei richtig tollem Wetter. Es wird langsam läuft bei dir heute, ne? Und die Sonne alles ist wird heute gut. Auch noch gut. Rausgekommen. Viele fragen mich immer, wie ich meine Moderation vorbereite. Ich mache es meist so, dass ich die allererste Moderation ausformuliere und auch das Ende ausformuliere. Dann hat man so einen sicheren Rahmen und alles, was zwischendrin passiert, wird sich schon regeln. Also mache ich zwischendrin eigentlich immer nur Stichpunkte und so verschiedene Themen, dass ich einen Überblick habe. Aber eben die ersten Sätze, die formuliere ich einmal aus, damit meine Sicherheit... Die hätte ich hier auch mal ausformulieren sollen. Damit das nicht passiert. Genau, deshalb formuliere ich die ersten Sätze aus. Dann hat man einmal so einen Einstieg. Wenn der funktioniert, ist man direkt schon mal beruhigt. Und dann kann die Sendung ihren Lauf nehmen. Und was nicht fehlen darf bei der Vorbereitung, ist natürlich Nervennahrung. Ich esse tatsächlich dann immer viel. Steinkuchen. Wir haben geteilt. Wir haben geteilt. Und wir holen uns gleich noch ein zweites Stück. Der Running Gag dieses Vlogs ist, dass ich die ganze Zeit mit vollem Mund rede. Wir gehen jetzt mal nach draußen. Hier steht nämlich ein Wagen vor der Tür. Und da drin befindet sich die Regie. Da
das ist ein sogenannter Übertragungswagen, ein Ü-Wagen. Und das ist sozusagen eine mobile Regie. Hier ist alles drin, was man nachher haben muss, um eben Regisseur zu sein, um Cutter zu sein. Die ganzen Jungs, die hier nachher die Technik wirklich so super betreuen, dass wir alle gut aussehen, uns gut anhören und so. Hier seht ihr die Bildschirme, das sind dann nachher die verschiedenen Kameraeinstellungen. Das sind so verschiedene Cutterboards und so Tonpegelanlagen. Ist das richtig, was ich erzähle? Ja. Ich quatsch einfach mal, keine Ahnung, ob es richtig ist, aber ich glaube, es ist richtig. Und hier wird nachher im Prinzip die komplette Sendung zusammengestellt. Innen drin bin dann eben ich mit dem Talkgast. Und da sind dann die Kameraleute, die das Bild hier hinsenden. Hier wird es verarbeitet und dann wird es raus zu euch geschickt. Tada! Ich habe ein Gesicht. Zack, zack, so schnell geht das. Ihr kennt mich alle gar nicht wieder, oder? Hatte ich denn gerade. Fishing for Compliments, keiner antwortet. Achso, ich dachte schon wieder. Oh, das Licht habt ihr aber gut gemacht, Jungs. Da sieht man direkt ganz gesund und frisch aus. So, ich zeige euch jetzt mal, wie das hier so vor der Probe, vor der aussieht. Da wird gewerkelt. Der Ton wird abgestimmt, die Kamerapositionen werden festgelegt. Man macht einen Make-up-Check, um zu gucken, ob mein Gesicht aussieht, wie es aussehen soll. Dann wird mir erklärt, wer die 1, die 2, die 3 und die 4 ist. Und dann leuchtet nachher bei den Kameras immer so ein Rotlicht. Hast du ein Rotlicht? Kann sein, dass das rausgeschaltet ist. Er nickt. Das schalten wir gleich mal an. Ja. Und dann bekomme ich da unten noch einen Monitor, da sehe ich dann das Sendungsbild. Oh, da haben wir ein Rot. Seht ihr das? Ein Rotlicht. Tipptopp. Daran erkenne ich nämlich, welche Kamera gerade mich aufnimmt. Das heißt, wenn ich jetzt mit der rede, dann sehe ich, da ist kein Rotlicht und gehe dann darüber und rede mit der. Und das ist der Regisseur. Er ist der Chef. Er quatscht mir nachher ins Ohr, in welche Kamera ich gucken soll, dass ich nichts vergessen soll. Und so funktioniert das dann nachher. Hoffentlich. Ganz, ganz viele fleißige Helferlein hier. Ich habe jetzt gerade meine Moderationskarten bekommen. Da steht, wie gesagt, jetzt am Anfang der Text drauf, den ich mir vorhin ausgedacht habe, den wir zusammen geschrieben haben. Anschließend dann eher Stichpunkte, weil dann fluppt die Sendung meist eh von alleine. Und schaut mal, wer schon da ist. Die Helen ist schon da. Seht ihr sie? Da. Hier sage ich jetzt auf jeden Fall auch mal in Ruhe Hallo. Und dann gibt es, glaube ich, auch schon eine Probe. Was machst du da? Ich werde dich jetzt gleich verkabeln. So wie man das beim Fernsehen macht. Warum? Mit einem kleinen In-Ear, dass man sehr schlecht für die Zuschauer sichtbar ist. Und warum machen wir das? Damit du halt auch den Sendeton drauf hast und theoretisch, wenn wir hier laut gesprochen wird, dass du das auch alles verstehen kannst. Jetzt habe ich gerade schon mein Mikrofon bekommen und guck mal, wie es hinten an meinem Popo aussieht. Da habe ich ganz viele Kabellage dran. Einmal das Ohr von der Regie, einmal den Ton, damit man mich hört. Ich glaube, jetzt habe ich alles, was ich brauche, um zu moderieren. Die Probe geht jetzt gleich los und die wunderbare Helen sitzt jetzt neben mir. Hallo. Wir gucken jetzt mal, was wir so erzählen und proben schon ein bisschen. Wir werden nicht alle Fragen direkt durchgehen, weil wir wollen ja nachher in der Sendung schöne Antworten haben. Freust du dich denn? Natürlich, ich bin schon ganz gespannt. Ja? Wir machen auf jeden Fall eine schöne Sendung. Die letzten Minuten vor der Show. Wie geht's uns? Okay. Wie geht's da so? Wie geht's mir? Ich bin unscharf. Jetzt nicht mehr. Gut geht's mir. Ich bin froh, dass ich ein Gesicht habe. Draußen, das Publikum ist schon da. Alle gute Laune. Als erstes kommt jetzt eine kleine Begrüßung. Dann machen wir, glaube ich, nochmal einen Soundcheck mit Publikum. Und dann sind wir live. Ein ganz schön langer Tag, aber ich muss euch sagen, der Livestream hat mir so mega, mega, mega viel Spaß gemacht. Ich werde euch das Ganze auch nochmal unten in der Infobox verlinken. Das heißt, ihr könnt euch die Sendung dann im Nachhinein sozusagen nochmal anschauen. Ich bin echt begeistert. Ich fand Helen Lange-Hahnenberg vorher schon eine coole Reiterin, aber ich muss sagen, dass ich sie jetzt menschlich und charakterlich einfach
noch mehr irgendwie ins Herz geschlossen habe. Ich finde sie echt großartig. Sie hat so tolle Antworten auf die Fragen gegeben. Sie ist so pro Pferd, sie ist so auf die Dinge eingegangen und hat diese ganze Geschichte mit der Ausbildung des Pferdes, wie man Dinge erarbeitet, wie man korrekt mit einem Pferd zusammenarbeitet. Sie hat das alles wirklich, ja, so mit Hand und Fuß erklärt und mit so viel Herzblut. Und ich habe die ganze Zeit irgendwie in ihre blauen Augen geguckt und die haben geblitzt und gefunkelt, wenn sie von den Pferden geredet hat. Es ist für mich so wahnsinnig cool, mit solchen Menschen irgendwie zusammenarbeiten zu können, dieses Interview mit ihr zu machen, solche Sendungen mit solchen Leuten zu machen, weil diese Top-Reiter, die aber trotzdem irgendwie so nah am Pferd sind. Und ich bin einfach mega, mega happy, dass ich die Chance habe, solchen Leuten zu begegnen, mich mit ihnen auszutauschen. Und oh, ihr merkt es schon, ich sprudel irgendwie förmlich, ich erzähle ganz viel. Aber das war einfach ein mega schöner Abend. Das war eine ganz, ganz tolle Sendung. Mir hat das so Spaß gemacht mit ihr. Ich werde jetzt tatsächlich auch nochmal rausgehen und noch ein paar Worte privat mit ihr wechseln. Mal gucken, ob sie ihr Versprechen einhält. Vielleicht macht sie ja bald Instagram oder YouTube oder vielleicht darf ich zumindest mit dem Kanto mal bei ihr vorbeischauen. Da habe ich ja in der Sendung sozusagen ihr ein Versprechen abgerungen. Mal gucken, ob ich das vielleicht einlösen darf. Das werde ich jetzt gleich mit ihr mal besprechen. Auf jeden Fall, ihr Lieben, ich bin mega, mega happy. Ich hoffe, dass euch dieser Vlog auch Spaß gemacht hat, dass ihr das spannend findet, wenn ich euch mal so in meinen Arbeitsalltag ein bisschen reingucken lasse. Ich könnte jetzt noch 18 Jahre lang reden, weil ich irgendwie aufgeregt bin und Adrenalin im Blut und glücklich. Und ich höre jetzt einfach auf zu quatschen. Und wie ihr Lieben, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!